Zielmarkierung, aber natürlich keine Bezeichnung. Lol. Geil. Da. Nein. Okay, alles klar. Das war anscheinend so eine Nebenquest und die wird eben nicht angezeigt. Dort, wo sie ist. Ist der Typ jetzt da drinnen oder was? Alter, ich könnte gerade ausrasten, Mann. Schon wieder. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Was mache ich hier eigentlich? Hä? Hinein zum... Wo zur Hölle bin ich jetzt? Oh, scheiße, Mann. Hä? What the fuck? Wo geht's hier lang? Boah, ist das ein Scheiß, ey. Boah. Boah. Jetzt versuche ich ruhig zu bleiben. Was? Kampf? Schlagt auf die Luft, ja, das ist einfallsreich. Das muss schneller gehen. Ja. Also mit dem Bekloppten, da reden wir im nächsten Part. Bis dahin, ciao. So, willkommen zurück zu meinem Let's Play Divinity 2 Eco Dragoness. Ich habe mal die Grafik ein bisschen hochgeschraubt. Hey du, störe die Rekruten nicht bei der Arbeit. Ja. Mach mit und oder verschwinde. Ja, komm als Maulo. Ja, jetzt ist es schon eine Augenweide, das Ding hier. Bleib mal stehen. Warum dieses ewige Herummarschieren? Ja, das interessiert mich auch. Mein Gott, habt ihr mich erschreckt? Ist sie mal ein bisschen nervös. Ich auch, wenn ihr gesehen hättet, was ich gesehen habe. Was hast du gesehen, mein Freund? Ein Drache. Ein Drache. Unten im Tal. Groß wie ein Haus war er. Hat mich fast zu Tode. Der hampelt so komisch rum. Ich muss mal tief durchatmen. Entschuldigt. Draußen im Tal machen wir uns mal dahin auf. Und ich habe langsam kapiert, wie das alles hier geht, gell? Ich habe mal ein bisschen Optionen durchgeguckt und alles und weiß jetzt. Ich komme nicht hoch. Komm, du Eber. Was? Greifst du mich an? So. Ausbeuten. Ein Schinken. Alle hier laufen Eber rum, das gibt's nicht, ey. Frag mich, was mir ein Schinken bringt. Dann machen wir uns mal auf ins Tal. Einen Moment. Ich guck mal auf der Weltkarte. Wo könnte hier ein Tal sein? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe vielleicht mal nach links. So. Was? Oh, oh. Was ist so? Oh, shit. Oh, shit. Mama mia. Ja, komm dann her. Übrigens habe ich den Schwierigkeitsgrad auf einfach gemacht. So, Leiche schänden kann man leider nicht. Drücke E zum Öffnen der Leiche. Jam, jam, jam. Kann ich da hoch? Oh, da ist ja jemand. Drachentöter, hier oben! Was ist euer Problem, mein Freund? Ich sitze hier oben fest und werde von Goblins gejagt. Sie haben einen Enterhaken. Bitte holt ihn! Ich werde dieses Pack schnell erledigen. Großartig, auf sie mit Gebrüll! Alles klar, oh, wow, was hat sie da? Schamanenviech, ey. Oh shit, oh shit. Meine Gesundheit, Mann, die ist übrigens da unten auf dem Balken. Oh, hier und da und da. Oh shit, der geht ab. Ich könnte jetzt einen Traum vertragen. Gut gemacht, der Enterhaken ist gleich dort drüben. Halt durch. Gut, endlich komme ich von diesem Turm runter. So, Pussy wachen, oder? Halt. Hä? Enterhaken. Den Enterhaken. Bitte werft ihn hoch zu mir. Hier, fangt ihn. Gleich bin ich unten.
Ich bin irgendwie froh, dass ich jetzt die Grafik hochschrauben konnte. Töter. Diese Goblins hätten mich wahrscheinlich erwischt. Es hat mit den paar Kreaturen nicht fertig geworden. Normalerweise ist das kein Problem, aber dieses Mal war es anders. Ja, Ausrede. Wir kundschaften den Wald immer zu zweit aus. Mhm. Aber wir wurden von einer ungewöhnlich wilden Meute angegriffen. Oh, die Leiche da vorne war wahrscheinlich sein Kumpel. Nicht geschafft. Er ist in Panik geraten und weggelaufen. Ich konnte mich auf den Turm retten, habe dabei aber den Enterhaken verloren. Boah, du tust mir leid. Das war vor mehreren Stunden. Dieser Feigling hat scheinbar nicht mal die anderen Wachen gewarnt. Es sieht ganz aus, als ob ein Trümmerdorf ein mieses Schwein das ist. Das könnt ihr laut sagen. Knöpft ihn euch ruhig vor, falls es euch Freude bereitet. Sein Name lautet Pavel und ihr findet ihn auf dem Wachturm der Kaserne. Pavel. Ich werde bei Hauptmann Rolands Meldung machen. Pavel wird bald hinter Gittern sein. Im Stich gelassen. Dann suche ich mal den Pavel. Weltkarte. Alles klar, ich bin richtig. Bam. Da hinten ist rot, da kommt schon wieder ein Goblin angehopfelt. Da, na? Hier. Da. Ja, Flasche, du. Leiche ausbeuten, schade. Und springen, Junge, springen! Naja, mit hochgeschraubter Grafik ist noch viel geiler Spiel. Ich weiß, dass ich mich wiederhole. Jorin? Das da ist Paul? Ich such Pavel. Kunrad. So einfallsreiche Namen, die Kerle hier, ey. Gehen wir mal kurz in den Turm hier rein. Ihr seid wohlbehalten angekommen, Kommandantin Roda. Ludwig? Hab Dank, Leutnant. Wie stehen die Dinge hier? Wie es nach den Drachensichtungen zu erwarten war. Ich habe den Bau des Drachenschutzes gehört. Bald wird hier wieder Ruhe einkehren. Wo könnte Pavel sein? Paulus? Suchen wir jetzt Pavel oder was? So. Das könnte er sein. Hanna? Hans? Und Monika? Ich dachte, ich würde hier mit richtigen Soldaten arbeiten. Und nicht mit Rückhalt. Ausbilder? Ja, mit dem laber ich mal. Keine Zeit für einen Plausch. Ja, ich komm. Ich muss diese armseligen Möchtegern-Soldaten ausbilden. Wer ist das? Hans? Immer noch Hans, Mann. Wilbert. Guck mal auf Weltkarte nach. Vielleicht Tagebuch? Ah ja. Leutnant Ludwig möchte, dass ich einen Banditen namens Martis befreie. Ah. Ich konnte Questin helfen. Er hat mir erzählt, dass er mit seinem Kameraden Pavel in einen Hinterhalt geraten ist und sich dieser auf den Staub gemacht hat. Woraufhin Quentin auf sich allein gestellt war. Quentin bittet mich nun darum, seinen unkameradschichten Kollegen zur Rede zu stellen. Er müsste auf dem Wachturm der Kaserne zu finden sein. Wo ist hier die Kaserne? Fertigkeiten, Tagebuch. Die Kaserne. Kaserne. Da? Das müsste sein. Krieg ich dich, du Mistkerle. Mich wundert, dass ich bis jetzt immer noch nicht in Wut ausgebrochen bin bei dem Spiel. Was ist hier? Ah, verdammt. Das war unabsichtlich. Komm mal wieder ra- oh. Jetzt kriegt er aufs Maul, der Pavel.